Okay. Wo soll ich denn hinschauen? Auf die, ja, in die Kamera rein? Ja, klar. Okay. Ja, ganz herzliche Grüße hier aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Witzenhausen, mitten in Deutschland, an die Kleinbauern in Paraguay. Wir haben hier gerade eine Konferenz erlebt, die sich mit dem Thema So ja, so nein beschäftigt hat. Und da stellt sich natürlich auch immer die Frage, wo das Soja herkommt, was hier in Deutschland genutzt wird, letztlich um eine Überversorgung mit Fleisch sicherzustellen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch beschäftigt mit den sozialen und mit den ökologischen Problemen, die vor Ort, dann eben in Südamerika und insbesondere auch in Paraguay stattfinden. Und für uns war da sehr bereichernd, dass wir Menschen von Paraguay Resiste da hatten, die uns authentisch berichten konnten, wie die Situation vor Ort aussieht. Und das war für uns sehr bewegend, weil für uns Europäer ist es unvorstellbar, wie das passieren kann, dass Landwirte, Bauern, auch Kleinbauern, von ihrem Land vertrieben werden. So etwas kann es in Europa gar nicht geben, weil es verbriefte Landrechte gibt, ja, die den Eigentümern, Kleinbauern oder auch andere Bauern, denen quasi sicherstellt, dass sie den Anspruch auf dieses Land haben. Das ist für uns wirklich unvorstellbar und auch schockierend zugleich. Ja, und insofern ist es auch beschämend für uns, wenn wir sehen, dass die intensive Nutztierhaltung oder auch Fleischerzeugung, die in Europa betrieben wird, letztlich auf dem Rücken von Kleinbauern in Südamerika passiert. Das Einzige, was tröstlich ist, ist zu sagen, dass die Konsumenten, die Verbraucher in Europa und speziell auch in Deutschland zunehmend kritischer diesem Thema gegenüber eingestellt sind, dass zunehmend mehr Bewusstsein in der Bevölkerung hier entsteht über das, was in Südamerika passiert. Und ich weiß zum Beispiel persönlich von großen Supermarktketten, dass auf den Internetportalen die Verbraucher sehr, sehr präsent sind und das anmahnen, dass sich da was ändern muss. Und mein Gefühl ist, dass wir von Europa eigentlich nicht viel mehr tun können, als erstmal unsere Solidarität auszudrücken mit dem, was in Südamerika mit den Kleinbauern passiert, und indem wir versuchen, über auch Einkaufsverhalten einzuwirken auf diese Soja-Importe, die ja letztlich, was die Flächen betrifft, zu Lasten der Eigenernährung der Menschen in Südamerika und speziell eben auch in Paraguay geht. Ja, insofern wünsche ich alles Gute und eine gute Entwicklung für die Initiativen, die es in Paraguay gibt, über die Kleinbäuerlichen. Ja, Dankeschön.